Das Gleichgewicht der Erde ist gestört. News: Harvey provoking an unfolding disaster. Mit fossilen Brennstoffen heizt der Mensch den Planeten auf, mit unkalkulierbaren Folgen für das Klima. Wir sind heute hier, wir haben eine Aktion am Elbstrand und wir wollen demonstrieren, dass uns das Wasser bereits bis zum Hals steht. Dass wir jetzt was für die Klimakrise tun müssen, dass wir jetzt handeln müssen, um sie zu stoppen und dass es jetzt Sofortmaßnahmen brauchen. Wir können nicht mehr warten, weil uns das Wasser, wie wir im Hintergrund sehen, schon bis zum Hals steht. Die Klimakrise wird schwerwiegende Folgen auch hier haben. Im globalen Aspekt gibt es sie bereits, andere Länder leiden schon. Menschen sterben aufgrund der Folgen und wir machen hier mit unserem Alltag so weiter wie immer. Im wahrsten Sinne des Wortes steht mir das Wasser bis zum Hals und das hat auch einen guten Grund. Wir haben drei Forderungen und unsere erste Forderung heißt: Sag die Wahrheit. Und die Wahrheit bedeutet und eben unter anderem, dass wir aufgrund der zunehmenden Klimakrise immer mehr mit Wetterextremen zu tun haben und insbesondere die Staaten aus dem globalen Süden jetzt schon schon seit Jahren von Stürmen und Überschwemmungen und Überflutungen betroffen sind, die im schlimmsten Fall eben zu Flucht, zu Vertreibung, zu Tod führen. Und darauf wollen wir hinweisen und das nämlich, wenn wir die Klimakrise nicht in den Griff kriegen, nicht rechtzeitig CO2-neutral werden, die Meeresspiegel steigen werden, Wetterextreme nehmen zu und letzten Endes werden auch wir davon unmittelbar betroffen sein.